Moin, moin, liebe Zuschauer, herzlich willkommen bei Sylt TV. Am 17. Juli findet zum zweiten Mal am Kampener Strand das White Dinner statt. Drei Tage zuvor rockt die Syltfähre die Nordsee bei der Syltfähre Music Night. Die insulare Fahrradwegbeschilderung wird zum Herbst hin komplett erneuert. Die Schifffahrtslinie Hamburg-Sylt hat ihren Betrieb endgültig aufgegeben. Am Freitag und am Samstag fand zum ersten Mal die Sylt Innovativmesse statt. Und am Samstag spielten die Wasserballer des TV Kaitum ihr letztes Spiel der Saison. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Anschauen unserer Sendung. Eine gute Woche für Sie. Tschüss! Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr findet am 17. Juli 2016 zu Füßen der Sturmhaube am Kampener Strand das White Dinner statt. 500 Plätze stehen zur Verfügung. Die Teilnahme ist kostenlos. Das Anmeldeformular ist ab dem 1. Juli verfügbar. Das Picknick an weiß gedeckten Tischen und Bänken, Essen und Trinken, gemeinsam den Strand und das Meer genießen ist ein echtes Highlight des kommenden, hoffentlich schönen Sommers auf Sylt. Der Dresscode ist weiß, ein gut gefüllter Picknickkorb und das Geschirr müssen von den Gästen mitgebracht werden. Alle Infos zum White Dinner finden Sie unter www.kampen.de. Den 14. Juli 2016 sollten Sie schon mal in Ihren Kalender eintragen, denn dann rockt die 5. Syltfähre Music Night die Nordsee. Die Römel-Sylt-Linie, das Hamburger Independent-Label Grand Hotel Van Cleef und die Kurverwaltung List veranstalten das außergewöhnliche Konzert auf See. Die Headliner sind in diesem Jahr die Donuts, die am Abend ein volles Konzert spielen. Torpes and the Art Directors und die Gruppe East Cameron Folklore treten am Nachmittag auf der Syltfähre auf. Einlass für das Donuts-Konzert ist in List ab 19.30 Uhr und in Haunebü ab 20.30 Uhr. Das Ticketkontingent für das exklusive Event ist begrenzt. Wir empfehlen daher eine rechtzeitige Buchung. Viele Syltgäste nutzen ihren Urlaub, um die Insel per Fahrrad zu entdecken. Man mag es kaum glauben, auf Sylt gibt es 130 Kilometer Radweg. Im Rahmen eines Erlasses des Landes SH, der sogenannten Radwegweisung, wird zum Herbst diesen Jahres die insulare Radwegbeschilderung erneuert. Mit rund 200 Wegweisern wird damit das Sylter Radwegnetz benutzerfreundlicher gestaltet. Für ortsunkundige Fahrradurlauber ist eine einheitlich dargestellte Radwegbeschilderung zur Orientierung außerordentlich wichtig. Der historische Frachtensegler Undine transportierte seit 2013 Ladung von Hamburg nach Hörnum und zurück. Der Kapitän und Nautiker Torben Haß hatte mit der Hamburg-Sylt-Linie seinen Traum vom umweltfreundlichen Warentransport unter Segeln wahrgemacht. Ein zweites Frachtschiff, die Annemarie, kam auf einer anderen Strecke zum Einsatz. Bis zu 8 Passagieren konnten zudem die Turns auf der Undine miterleben. Aber mit der Segelromantik ist Schluss. Kapitän Torben Haß musste Privatinsolvenz anmelden. Verschiedene Gründe zogen das Aus der Handelsschifflinie nach sich. Unter anderem führte ein Havarieschaden zu erheblichen Umsatzeinbußen. Der Frachtbetrieb wird nicht wieder aufgenommen. Die Undine ist nicht einsatzfähig. In den Räumen der Lebenshilfe in Westerland fand am Freitag und am Samstag zum ersten Mal die Sylt Innovativmesse statt, die unter dem Motto Technik, Trends, Tourismus stand. In der Hauptsache zeigten Sylter Unternehmen ihre aktuellen Innovationen und Neuerungen. Computertechnik, Medien, touristische Dienstleistungen und vieles mehr wurden vorgestellt. Auch überregionale Aussteller zeigten Präsenz. An den beiden Messetagen fanden stündlich verschiedene Seminare und Vorträge statt. Der Freitag war den Fachbesuchern vorbehalten. Am Samstag stand die Messe allen Interessierten offen. Der Eintritt war frei.
sieht Siegesfreude aus. Die Wasserballer vom TV Kaitung durften am Samstag nach dem letzten Heimspiel der Saison ihren Pokal entgegennehmen und sind damit die frisch gekürten Landesmeister. Herzlichen Glückwunsch! Mit einem 26:5 Sieg gegen die Wasserballer der SG Ahrensburg-Lübeck hielt die Siegesserie der Kaitumer weiter an. Den Zuschauern am Beckenrand wurde ein spannendes Spiel geboten, denn kampflos wollten die Ahrensburg-Lübecker Spieler nicht das Feld räumen. Aber die Kaltumer waren doch stark überlegen, so wie die ganze vorangegangene Saison. Alle Spiele wurden gewonnen. Eine tolle Serie. Ende Mai erfolgt das Rückspiel in Ahrensburg. Bis zum Herbst absolvieren die Kaltumer Wasserballer noch einige Freundschaftsspiele, bevor dann Ende des Jahres eine neue Spielsaison startet. Mit hoffentlich vielen Zuschauern und hoffentlich wieder so erfolgreich. Der Eintritt für die Spiele im neuen Sportbecken der Sulterwelle ist für die Wasserballfans immer frei. Vom 30. September bis zum 9. Oktober 2016 findet am Brandenburger Strand in Westerland der Windsurf World Cup Sylt statt, das größte Windsurf-Event der Welt, und bietet damit Firmen eine ausgezeichnete Möglichkeit, ihr Produkt zu präsentieren. Die Marke mit dem Stern ist der diesjährige Titelsponsor der Veranstaltung. Mercedes-Benz ist eine Weltmarke und damit der perfekte Premium-Partner für den Windsurf World Cup Sylt. Der Veranstalter sieht den neuen Titelsponsor als absoluten Glücksfall für das Sportevent.